Der Juni steht im Zeichen des Regenbogens. Weltweit werden während des sogenannten Pride Months Paraden und Events veranstaltet, um für mehr Sichtbarkeit, Aufklärung und Toleranz gegenüber allen nicht-heterosexuellen Menschen zu sorgen und queere Menschen vor den Vorhang zu holen. Die großen Streaming-Plattformen ziehen mit und heben in der Zeit Filme und Serien zu dem Thema hervor. Wir haben uns die Top 5 Highlights zum Pride-Monat rausgesucht. Es geht los mit einem absoluten Klassiker. Vor 10 Jahren kam mit der französischen Comic-Verfilmung Blau ist eine warme Farbe einer der ersten Filme des Mainstream-Bereichs heraus, der die Liebesgeschichte eines lesbischen Paares so offen und ehrlich auf der großen Leinwand zeigt. Im 3-stündigen Coming-of-Age-Drama steht die 15-jährige Adele im Fokus. Der attraktive Thomas liegt ihr zu Füßen, doch sie hat nur Augen für Emma, eine Kunststudentin mit blauen Haaren, die ihr eines Tages ganz zufällig über den Weg gelaufen ist und ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. 2013 schaffte es Blau ist eine warme Farbe in den Wettbewerb des Filmfestivals in Cannes und gewann dort sogar die Goldene Palme. Stimmt das nicht? Schämst dich, mit deiner Frau zusammen zu sein? Nein, ich schäme mich nicht. Ich will nur nicht, dass... Wann hältst du mich für bescheuert? Ich halte dich nicht für bescheuert. Ich habe dich nie für bescheuert gehalten. Verschwinde hier! Los, verschwinde! Verschwinde aus meinem Leben! Ich liebe dich, Shira. Ehrlich. Der nächste Film wurde ebenfalls prämiert. Und zwar so oft, dass wir hier gar nicht mal alles aufzählen können. Alleine bei den Oscars 2017 hat das Drama Moonlight richtig abgestaubt. 8-mal waren sie insgesamt nominiert, 3 Auszeichnungen sind es dann geworden. Unter anderem die renommierteste Auszeichnung der Industrie, der Oscar für den besten Film des Jahres. Moonlight erzählt die berührende Geschichte des jungen Chiron in 3 Kapiteln, die jeweils eine Zeit in seinem Leben behandeln. Aufgewachsen mit einer drogenabhängigen Mutter in einer Gegend von Miami, die von Drogensucht und Gewalt bestimmt wird und in der Schule gemobbt, muss Chiron lernen, mit seinen Gefühlen umzugehen und seinen Platz in der Welt zu finden. An einem bestimmten Punkt musst du dich entscheiden, wer du sein willst. Und niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Ich halte dich, das verspreche ich dir. Ich lasse dich nicht los. Du bist mein Ein und Alles. Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with? Weiter geht's mit der queeren Liebesgeschichte Heartstopper. Eine Serie, die auf einem Comic von Alice Oseman basiert. Im Fokus ist der britische Teenager Charlie, der offen homosexuell lebt und sich eines Tages in seinen Mitschüler Nick verliebt. Ein immer fröhlicher, offenherziger Rugby-Spieler, der bislang allerdings als heterosexuell galt. Die beiden werden schnell zu Freunden, verbringen immer mehr Zeit miteinander und kommen sich auch immer näher. Heartstopper ist eine ergreifende Coming-of-Age-Serie, die für mehr Sichtbarkeit der LGBTIQ+-Community sorgt und nicht nur bei den Zuschauenden höchst beliebt ist. Auch KritikerInnen waren größtenteils begeistert von der Geschichte, weshalb Staffel 2 natürlich schnell fix war und im August ist es auch schon soweit. Bis dahin können wir uns ja nochmal oder erstmals Staffel 1 gönnen. You ever feel like you're only doing things because everyone else is and you're scared to change? I am encouraged to be all the things that the outside world would think of as Category ist bahnbrechend, extravagant und emotional. So würden wir die nächste Serie beschreiben. Die Geschichte von Pose startet in New York Ende der 1980er Jahre. Auf der einen Seite regiert der konservative Kapitalismus, auf der anderen zelebriert die LGBTIQ+-Community die Ballroom-Kultur mit pompösen und glamourösen Wettbewerben. Doch außerhalb dieser glitzernden, lauten Club-Atmosphäre wütet die AIDS-Epidemie und kostet vielen Menschen das Leben.
Pose ist progressiv, eine Vorreiterserie. Und das liegt nicht nur am offenen Umgang mit bisher noch viel zu häufig tabuisierten Themen. Sowohl vor als auch hinter der Kamera sind so viele Transgender-DarstellerInnen und AutorInnen beschäftigt, wie bislang in keiner anderen Produktion. Und die Geschichte ist obendrein auch noch absolut mitreißend. You walk in there and you're gonna see a party. We're here to dominate. I can't even tell you how many times I've been in public space, particularly early in my transition, when I would walk into a subway car and people would just burst into laughter. And I think people are been trained to have that reaction. Und zum Schluss wird's noch informativ. In der Doku Disclosure – Trans Lives on Screen wird ein Blick auf Hollywoods Darstellung von Transpersonen im Laufe der Zeit geworfen und thematisiert, wie sich die oft falsche Repräsentation auf ihren Alltag auswirkt. Wie schmerzhaft es für Transmenschen sein kann, mit solch falschen Bildern konfrontiert zu werden, erzählen Filmbranchenangehörige in diversen Interviews. Absolut sehenswert und man kann sicher auch was dazulernen. There is a one-word solution to almost all the problems in trans media. We just need more. And that way, the occasional clumsy representation wouldn't matter as much because it wouldn't be all that there is. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Schauen und Happy Pride! Boom, boom, boom.